Grüezi miteinander, herzlich willkommen an unserem Festtagstisch. Mit einfachen Mitteln zaubern Sie hier eine festlich fröhliche Stimmung, zum Beispiel mit originell gefalteten Servietten, wie diese Fächerform. Aber natürlich gibt es auch noch einen Haufen andere Möglichkeiten. Eine andere Variante habe ich hier. Für das tut man eine Contessa-Serviette von Coop in der Hälfte diagonal umlegen. Dann wird so ein Falt gemacht und anschließend beide Ecken umgeklappt. Und schon haben wir eine schöne Tischdekoration. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie ohne lange Vorbereitungen ein festliches Dessert auf den Tisch zaubern können. Frisch vom Coop-Konditor sind die Schwarzwälder Torte. Oder so eine feine Rahmglasse-Torte von der Qualitätsmarke Goldstar. Wie wäre es mit einer flambierten Glasse-Spezialität, Igloo Caramel von Frisco? Entscheidend ist natürlich die Wahl vom Kaffee. Zum Beispiel Nescafé Gold Deluxe, Espresso oder Nescafé Serenade koffeinfrei. Und für zwischendurch die süßen Kleinigkeiten zum Naschen, zum Beispiel After Eight. Hauchdünne dunkle Schoki mit etwas kühler Pfeffermünzfüllung. Oder Arni Richesse, 10 verschiedene Biskuitköstlichkeiten in einer Geschenkpackung. Probieren Sie auch die feine, zart schmelzende Praline-Mischung Arni Selection. Oder die Arni Verlady, eine exklusive Überraschung. Und Arni Praline Trüff sind nach dem traditionellen Rezept hergestellt. Oder Arni Griotte, Griottenkrise umhüllt von feinster Arni-Schocke. Sie sehen also, bei Coop gibt es sicher festliche und lustige Köstlichkeiten. Und jetzt gibt es gerade noch mal eine. Schalten wir rüber in die Studioküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Guten Abend miteinander. Heute schlägt Ihnen der Coop-Metzger ein Festtagsmenü vor. Kalbskarree glasiert. Zuerst werden Riebli, Sellerie, Tomaten und Zwiebeln während 10 Minuten dünstet. Dann kommt Bouillon und Brotenschäu dazu, kurz aufkochen lassen und ein Rosmarinzweigli rein. Das Kalbskarree, das der Coop-Metzger pfannenfertig dressiert hat, wird im Backofen rosa braten. Da sich die Brotzeit nach der Größe des Stücks richtet, ist ein so ein Brotthermometer sehr empfehlenswert. Das Allerwichtigste aber ist, dass Sie den Braten von Zeit zu Zeit mit Schäu übergießen. Bei 75 Grad ist es fertig. Der Braten wird in Alufolie warm gehalten, aus dem Schäu die Soße gemacht, abgeschmeckt, eventuell nachgewürzt. Das Festtagsmenü finden Sie in der Festtags-Coop-Zeitung. Einen guten. So, das wär's gsi. Herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten. Und achten Sie noch auf die Aktionen, die jetzt gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop sämtliche Coop-Bohnenkaffee zu einem besonders günstigen Aktionspreis. Zum Beispiel 500 Gramm Jubilo für nur 6,10 oder 225 Gramm Espresso für nur 2,30. Zwiebelbombchips, Natur oder Paprika statt 4,70 nur 2,95. Rahmglassetorte, Schwarzwälder statt 7,20 nur 5,50 und Nougat statt 7,80 nur 6 Franken. 1,8 Deziliter schlagbarer Halbrahm statt 1,80 nur 1,50. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Moro-Orangen aus Sizilien, 2 Kilo Netzli nur 2,30. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Kehrichtsäcke, eine Rolle an 20 Stück für nur 1,40. Auf Wiedersehen!